Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Clickbait-Folge von Gothic 1. Heute zeige ich euch, während wir auf Fokusjagd sind, wie man ziemlich schnell eine gute Waffe bekommen kann. Die kann man sich theoretisch, also ich habe sie mir schon mal im ersten Kapitel geholt. Schauen wir erstmal auf die Karte, was wir vorhaben. Karte. Fokuskarte von Saturas. Wir sind hier im Sektenlager und auf dem Weg zur untersten Pfeilspitze. Nachdem wir jetzt bereits Milton, Diego und Gorn getroffen haben, stellt sich die Frage, ob uns wieder einer unserer Freunde am Ziel unserer Reise erwartet. So, ich wollte nochmal ganz schnell ein bisschen Mana trinken und noch einen kleinen Geschwindigkeitstrank. So, ja. Wir haben heute, komm her, einen wunderschönen Himbeer-Vanille-Tee dabei. Das ist ganz wichtig, das auch noch zu erwähnen. Und wir müssen hier hoch. Da. Ins Gebirge. Ziehen schon mal unser Schwert. Weil es ist ungewiss, was uns hier erwartet. Ein paar kleine Warane. Die tun uns aber nichts. Da. Alles One-Hits. Easy peasy. Easy peasy. Die zwei nehmen wir auch noch mit. Es sind sogar drei. Sehr gut, sehr gut. Und einer ist unsichtbar. Okay, er ist nicht nur unsichtbar, er ist... Anscheinend ist er im Boden. Sehr gut. Ist er wieder weg. Jetzt sind wir wieder im Kampf. Und jetzt ist er wieder weg. Okay, damit hätten wir das erledigt. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wie man jetzt an eine ziemlich gute Anfangswaffe rankommt. Hier im Gebirge. Wir befinden uns jetzt genau zwischen dem alten Lager und dem Sektenlager. Ist dieser kleine Felsdingenskirchen. Felsvorsprung. Komm schon, Bluthund. Verrecke. Sehr gut, sehr gut. Alles easy peasy. Wenn man schon eine kleine Waffe und eine kleine Rüstung hat. Zack, zack. Kommt man hier eigentlich auch als frischer kleiner Held gut zurecht. Weil so stark sind diese Bluthunde nicht. Komm nochmal einer. Nimm, friss das. Schmecke mein Schwert. Ach genau, und hier kann man eigentlich auch wieder, wenn sie angreifen, zurückweichen. Um ihre Schläge gut parieren zu können. Ungefähr so. Komm, greif an. Vorführeffekt. Seht ihr ungefähr so. Jetzt machen wir den erstmal kaputt. Machen wir den noch kaputt. Zack, zack. Komm schon. Links-Rechts-Kombination. Easy peasy. Ja, also. Der hat uns jetzt überhaupt nicht getroffen. Sie haben Zähne dabei. Es geht uns wirklich nur. Das waren jetzt 6 Bluthunde, die wir getötet haben, ja. Es geht uns wirklich nur um diese kleine Höhle hier. Darin befindet sich eine Tür. Und hinter dieser Tür befindet sich ein Raum. Und in diesem Raum befindet sich eine Spruchrolle. Es könnte ein Feuerzauber sein, ich weiß es nicht. Und diese wunderschöne Truhe. Und in dieser Truhe befindet sich ein Elixier der magischen Energie und der Orkhammer. Mit 50 Schaden und 22 Stärke. Das ist also etwas schlechter als die Waffe, die wir gerade haben. Ja, was heißt etwas schlechter? Etwas viel schlechter, weil unsere macht 70 Schaden. Aber... Man kann sie sich, wie gesagt, theoretisch schon im ersten Kapitel holen, ohne groß kassieren zu müssen. So.
Komm her. Zack, zack, komm nochmal. Sehr gut. Ist der weg? Theoretisch kann man auch hier über das alte Kastell gehen, indem man vom alten Lager aus über die Klippen reinklettert. Egal. Das tut jetzt alles aber nichts mehr zur Sache, denn unser Held ist jetzt auf großer Mission. Auf Fokussuche. Und uns erwartet auf dieser Brücke ein wunderschöner Gegner. Ein kleiner Golem. Komm her, Golem. Golems sind auch ziemlich lustig. Die lassen einen auch wieder so schön fliegen. Katschinka! Jawohl. Oh, ja gut. Boah, für Effekt. Eigentlich wollte ich mich jetzt einmal fliegen lassen. Und ihn dann töten. Easy. Viel zu leicht. Ich werde nicht mehr was dabei. Viel zu leicht. Oh, was gibt's denn hier? Kann man hier gar nicht raufklettern. Ich will auf die Brücke. Ich komme nicht auf die Brücke. Jawohl, geht doch. Wer erwartet uns denn hier hinten? Ja, wer ist denn das? Und wie ist er an dem Golem vorbeigekommen? Erstmal Rabenkraut und Seraphis einkassieren und dann... Es ist Lester! Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Esther, wir sind zu zweit. Was kann uns denn schon gefährlich werden? Wie bist du eigentlich an dem wandernden Steinhaufen vorbeigekommen? Wie bist du eigentlich an den wandernden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Okay, was ist das? Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Natürlich. Jetzt können wir auch unsere Hüterklinge wieder nehmen. Oh, ein stattliches Schwert. Lass doch kommen. Komm, jetzt fahren wir wieder eine Runde LKW. Ja. Eieiei. Lester, mein Freund. Kommst du? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir wieder einen Wendekreis mit dem LKW. Ja, das kann ich jetzt euch sogar ziemlich gut zeigen, wenn wir jetzt hier raufgehen und schnell darüber. Bleibt Lester hier stehen vor der Klippe. Oh, er kommt sogar. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Egal. Egal. Jetzt bin ich schon mal gespannt, was uns hier für Monster erwarten. Eine HP. Ah, ruhig. Leute. Schreit nicht so rum. Das ist nicht schön. Das tut meinen Ohren nicht gut. Da ist nochmal eine. Komm schon. Ja, zwei Schläge. Easy peasy. So, du kassierst auch nochmal zwei. Jawohl. Und ein Level abkassiert. Lester, wo bist du? Lass mich doch nicht alles alleine tun. Sehr gut, Lester. Komm her.
Beschütze mich. Beschütze mich, du tapfere Bruderschaftsangehörige. Du bist fällig. Da kommen nochmal zwei. Und von der anderen Seite schlagt sie nochmal eine HP. Und nochmal eine HP. Ja, die habe ich gemeint. Komm schon. Wie wir halt überhaupt keinen Schaden bekommen. Ja, die hängt jetzt doof in der Luft. Dann müssen wir irgendwie versuchen, die da wieder runter zu bekommen. Weil hier oben lässt es sie nicht so richtig angreifen. Wir könnten jetzt mal ganz gediegen versuchen, auf 5 ist der Feuerpfeil, einen kleinen Feuerball drauf zu schießen, nicht auf Leste. Auf die Harpier, nicht auf Leste. Komm schon, Harpier. Sei nicht so. Ach, ich miss jeder und lästern. Da brennt sie. Das war doch bloß ein klitzekleiner Feuerpfeil. Jetzt hab ich Lester erwischt. So, erledigt. Wunderbar. Na, ja, ich glaube, als Magier könnte das hier auch Spaß machen. Dieses Spiel. Gönnen wir uns ein Bier und ein Bier. Anscheinend sind wir in den Lagerräumen. Und diesen alten rostigen Schwert. Ja, was ist das jetzt nochmal? Klosterruine? War das die Klosterruine? Oder war das die Bergfestung? Ei. Das alte Kastell war es nicht. Hey, Skelett! Hey, Skelett! Wie geht's dir, mein Freund? Erzähl mir was, du hast bestimmt eine Menge erlebt. Okay, der hatte jetzt nichts mehr zu erzählen. Wir könnten hier entlang gehen. Oder uns noch mit ein paar Harpien prügeln. Nehmen wir die Harpien und das Skelett. Okay. Moment. So, es ist doch viel schöner. Kommt her. Zack. Schöne Drehung. Schöner Schwerthieb. Und dich, du hängst wieder so behindert in der Luft. Vielleicht von der Truhe aus. Dann packen wir wieder den Feuerpfeil aus. Lalala, und sie ist unten. Gut gemacht, Lester. Schöner Treffer. Was haben wir hier in dieser Truhe? Einen Truhenschlüssel, geil. Ein Truhenschlüssel in einer Truhe. Jawohl, das bringt uns weiter und ein Schalter. Was verbirgt sich hinter Schrank Nummer 1? Nichts, da wären diese... Da ist ein Skelett! Skelett, komm schon! Was ist denn los mit dir? Du bist fällig! Okay. Zack, Held wollte sich wieder nicht mitdrehen. Was sollen wir denn tun? Heilung. Viele schöne Heilung. Was haben wir hier? Lalala, Mana. Viele schönes Mana. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns hier weiter um. Wir haben einen Truhenschlüssel erhalten. Und Lester folgt uns besser, wie ich das eigentlich in Erinnerung hatte. Bester Mann? Das ist ziemlich merkwürdig. Ein paar Skelette leben, ein paar andere sind tot. Ich werde mich mal oben umsehen. Ja, natürlich, Lester. Das ist doch logisch, nachdem wir uns jetzt unten alles angesehen haben. Oh Mann, jetzt war der schneller wie wir. Ja, jetzt müssen wir hier geduldig warten, bis er oben angekommen ist, weil nur eine Person eine Leiter benutzen kann. Leiter. Geht doch. Rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und an dieser wunderschönen Hintergrundmelodie erkennt man, dass es Nacht wird in der Kolonie. Da ist er hingelaufen. Ist es nicht phänomenal hier?
Da hinten, wo dieses Stück von dem Berg fehlt. Richtig, richtig schön. Ein kaputter Turm. Das werden wir alles noch aufsuchen. Was ist da? Da ist sogar schon die Besitzurkunde. Nein. Nein, wir schauen uns erst noch mal ein bisschen um. Was es hier noch so alles gibt, das in Hartien. Okay. Ich sehe schon. Da bist du. Komm her. Zack. Schlitz. Ins Gesicht. Ich sollte mal wieder etwas Licht anmachen. Oh, hier war anscheinend die Küche. Oh, nochmal ein Schlückchen von dem leckeren Heidelbeer-Vanille-Tee. Oh, ist der gut. Ist der gut. So heidelbeerig und vanillig. Perfekt, um Harpien zu töten. Na dann. Mädels, ja. Jetzt stürzt du doch nicht so auf mich. Nicht mal verschlossen. Easy peasy, er hat's angesagt. Wie lang? Okay. Wir haben sogar noch Zeit. Wir haben sogar noch Zeit, diese Gemäuer weiter zu erkunden. Ja. Ja, also gut, Lester. Jetzt bekommst du deine Besitzurkunde. Besitzurkunde. Wert 400 Pfund Gold. Die waren echt kreativ. Berechtigt den Besitzer dazu, den Gebietsanspruch der Bergfestung geltend zu machen. Easy peasy. Ja, mein Freund, ich habe eine Besitzurkunde gefunden. Ist es die? Ja. Ich schieß mich tot. Habe um 400 Pfund Gold. Passt. Erwache! Moin, ich hab die Urkunde gefunden. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Ah, es gibt einen Fokus. Oh Gott. Ah, es kann sein. Eine fliegende Urkunde. Es kann sein, dass wir den Dialog mit dem Fokus übersprungen haben. Dass der da hinten gewartet hat. Egal. Moment. Kann man da noch? Es geht sogar noch nach oben. Kann man da? Die Fokusplattform ist hier oben. Ist hier unten. Wenn ich jetzt die Telekinese nehme. Telekinese. Da ist er ja. Auf der 8. Fokus der Bergfestung, der scheint hier unten rumzutüdeln. Dann benutzen wir mal Telekinese. Okurus, Komus, Sumirus. Und er fällt runter. Das passt schon. Den nehmen wir dann mit. Dann hätten wir das erledigt und schauen uns nochmal im oberen Stockwerk um, denn ich höre da noch eine Harpie flattern. Oh Gott. Wir speichern hier. Oh Gott, wieso fallen wir? Ist diese Leiter kaputt? Kann das sein? Das finde ich jetzt unschön. Das finde ich echt unschön. Okay, mit einem gezielten Sprung haben wir es doch geschafft, diese kaputte Leiter zu passieren. Ach, das noch ein paar Harpien. Ah, die machen wir auch noch schnell kaputt. Zack. Schöne Drehung. Gut gedreht, mein Freund. Und sie greift an. Greift vorbei an. Erwischt uns mit ihren ekligen Füßen. Ich weiß nicht, wie findet ihr diese Harpien? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt rein, ihr findet sie sexy oder so. Keine Ahnung. Also ich auf jeden Fall nicht.
Okay. Das hätten wir jetzt auch mal als Zauber gemacht. Ganz schön. Ganz schön krass hier. Letzte Leute. Ich bin gespannt, was mich da oben erwarten wird. Vielleicht. Oh, ich sehe Sterne. Vielleicht. Oh, noch eine Truhe. Wunderschön. Die ist verschlossen. Links. Links. Zweimal links. Zweimal rechts. Und nochmal zweimal links. Ein Siegbringer. Und Münzen. Jawohl, endlich haben wir Münzen. Und unser Zauber ist wieder aus. Es werde Licht. Dann haben wir jetzt so gut wie alles abgeklappert. Sehr gut. Sehr gut. Mal ein bisschen runterfallen. Aus dieser Höhe macht es fast keinen Schaden mehr. Bisschen immer abkürzen, wo man abkürzen kann, ja? Auch wenn es bloß Ladern sind, die man runterfällt. Bin doch gar nicht außer Sinn gestorben dieses Mal. Doch, bin ich. Dieser Golem. Gott, dieser Golem hat mich getötet. Und apropos Golem. Wir beenden jetzt hier unsere Folge. In der nächsten werden wir den Fokus einkassieren, der hier liegt. Nochmal mit Milden quatschen und dann haben wir alle Fokussteine. Sato, das wird sich freuen. Also, bis dann.